jetzt überlegt, so innerlich, worüber soll ich sprechen? Ich meine, ich habe schon zweimal gesprochen, einmal bei Michael, wann war das, am Mittwoch? Am Mittwoch und gestern bei Marc. Ja, und ich könnte das wieder wiederholen, aber für euch würde das vielleicht gut tun, aber irgendwie fühle ich mich nicht so wohl, wenn ich das wieder wiederhole, weil ich schon darüber gesprochen habe und da wird irgendwie das Feuer abnehmen. Denke ich mal, wenn ich wieder dasselbe spreche, wird das Feuer abnehmen. Die Worte werden da sein, aber es wird, denke ich mal, nicht so gesalbt sein. Deswegen habe ich jetzt so den Herrn gefragt, habe vor ihm meditiert und ich denke, dass er mir gezeigt hat, worüber ich reden soll. Also ihr wisst schon, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Gott hat den Menschen erschaffen mit drei Teilen. Amen. Und der Mensch hat einen Geist, eine Seele und einen Leib. Und als Gott den Menschen erschaffen hat, erschuf er ihn aus dem Staub vom Erdboden und er hauchte in seine Nase den Odem oder Atem des Lebens hinein. Und als der Atem Gottes diesen Körper aus Ton berührte, entstand die Seele. Wir haben hier alle drei Teile. Wir sehen den Leib des Menschen aus dem Erdboden, aus dem Ton. Dann sehen wir den Atem Gottes, der in diesen Körper hineingeblasen wird. Und sobald dieser Atem Gottes den Körper berührt hat, entstand eine lebendige Seele. Wir sehen hier alle drei Teile. Und im Hebräischen, lasst uns 1. Mose 2 aufschlagen. 1. Mose 2, Vers 7. 2,7. Da steht es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Im Hebräischen steht hier für das Wort Atem Neshama, Neshama des Lebens. Gott hauchte in die Nase des Menschen Neshama des Lebens, das heißt Atem des Lebens. Das hebräische Wort, was mit Atem übersetzt wurde, ist Neshama. Es gibt noch eine andere Stelle im Alten Testament, in den Sprüchen, Sprüche 20, glaube 27, da steht es, die Leuchte des Herrn ist der Geist des Menschen, oder der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn. Amen. Der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn. Und in diesem Vers, in den Sprüchen, steht dasselbe Wort wie in 1. Mose 2,7. Nur in 1. Mose 2,7 wird dieses Wort Neshama mit Atem übersetzt. Gott hauchte in den Menschen den Atem des Lebens hinein. In seine Nase den Atem des Lebens. Neshama des Lebens. In den Sprüchen steht, Neshama des Menschen ist die Leuchte des Herrn. Der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn. Ein Wort wird mit zwei verschiedenen Worten übersetzt. Einmal Atem, das andere Mal Geist des Menschen. Das heißt, dass dieser Hauch, dieser Atem, den Gott in den Menschen hineinhauchte, dass er zum menschlichen Geist wurde. Er wurde zum menschlichen Geist, dieser Atem. Und dieser menschliche Geist ist eine Leuchte des Herrn, durch die Gott leuchten möchte. Nachdem Gott den Menschen erschaffen hat, bestand er aus Geist, Seele und Leib. Und in seinem sündlosen Zustand, bevor er gefallen ist, war die Seele des Menschen eins mit dem Geist. Sie war eins mit dem Geist. Das kann man mit einem Flugzeug vergleichen. Solange wir in einem Flugzeug sind, sind wir oben, nicht auf der Erde. Das Flugzeug ist ein Bild auf den Geist des Menschen. Die Seele war vor dem Sündenfall eins mit dem menschlichen Geist. Der menschliche Geist, wir wissen, dass Gott dem Menschen gesagt hat, an dem Tag, an dem du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, wirst du sterben. Gott hat damit den Tod des menschlichen Geistes gemeint, weil als Adam vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, ist er nicht gleich gestorben. Er lebte noch hunderte von Jahren und zeugte Söhne und Töchter. Er ist nicht gestorben, aber Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Das heißt, sein Geist starb. Aber bevor sein Geist gestorben ist,
bevor sein Geist starb, hatte der Geist des Menschen Gemeinschaft mit Gott. Und die Seele und der Mensch als eine lebendige Seele hatte eine geistliche Gesinnung. Das heißt, sie war mit dem menschlichen Geist verbunden. Und solange sie mit dem menschlichen Geist verbunden war, war sie immer oben. Genauso wie Menschen sich im Flugzeug befinden, sind sie immer im Himmel. Und die Seele befand sich im Flugzeug. Sie befand sich durch den menschlichen Geist, war sie immer oben. Sie schwebt, sie war immer auf Gott ausgerichtet, sie war immer auf das Himmlische ausgerichtet. Die Seele hatte, durch den menschlichen Geist hatte die Seele ein geistliches Bewusstsein, ein Gottesbewusstsein, ein geistliches Bewusstsein, ein Gottesbewusstsein. Deswegen waren Adam und Eva nackt und schämten sich nicht, weil ihre Seele war eins mit ihrem Geist und somit war sie total auf das Himmlische, auf das Geistliche, auf das Reich Gottes ausgerichtet. Sie schwebte durch den Geist Gottes, durch den Geist des Menschen immer oben. Sie war immer auf Gott ausgerichtet. Der Mensch hatte eine geistliche Gesinnung. Und deswegen merkten sie nicht, dass sie nackt waren. Und als der Mensch gefallen ist, hat Gott gesagt, an dem Tag, an dem du vom Baum der Erkenntnis isst, wirst du sterben. Als er auf Gott nicht gehorcht hat und hat vom falschen Baum gegessen, starb sein Geist. Und das heißt, die Seele hatte keinen Anhaltspunkt mehr. Die Seele, die vorher eine geistliche Gesinnung hatte, die vorher völlig auf das Himmlische, auf das Geistliche ausgerichtet war, diese Seele hat durch den Tod des menschlichen Geistes, hat sie diesen Anhaltspunkt verloren. Sie hatte keinen Flugzeug mehr. Sie konnte nicht mehr auf Gott ausgerichtet sein, auf das Himmlische ausgerichtet sein. Deswegen sank die Seele, sie fiel in den Leib und sie verlor das geistliche, himmlische Bewusstsein. Sie verlor die geistliche Gesinnung und sie sank förmlich, genauso wie wenn ein Mensch in einen Sumpf kommt, er sinkt. Genauso sank die Seele, sie fiel in den Körper, sie fiel in den Körper und sie hat das geistliche Bewusstsein verloren und hat ein neues Bewusstsein gewonnen. Ein fleischliches, leibliches Bewusstsein. Und deswegen hat Adam und Eva sofort nach dem Sündenfall erkannt, dass er nackt war. Sie haben sofort erkannt, weil vorher war die Seele auf Gott ausgerichtet, durch den menschlichen Geist. Weil der menschliche Geist tritt in Kontakt mit Gott. Die Seele kann von sich selbst aus, alleine kann sie nicht in den geistlichen Bereich durchdringen. Sie braucht einen Mittler. Und dieser Mittler war der menschliche Geist. Durch den menschlichen Geist hatte sie, die Seele, eine geistliche Gesinnung. Sie war auf Gott ausgerichtet, auf das Himmlische. Sie schaute auf das, was droben war. Adam suchte das, was droben war und nicht das, was auf der Erde war. Er hatte eine himmlische, geistliche Gesinnung. Und durch den Sündenfall, durch den Tod des menschlichen Geistes, hat die Seele diesen Anhaltspunkt verloren. Sie sank in den Körper und verband sich mit dem Körper. Der Geist starb, er wurde unwirksam, unaktiv. Das heißt nicht, dass der Mensch jetzt, dass ein toter Mensch, der Tod ist eine Sündenübertretung, dass er keinen Geist hat. Er hat einen menschlichen Geist, aber er ist funktionsunfähig. Und die Seele hat somit den Kontakt zu der geistlichen Welt verloren. Weil Gott spricht immer unseren Geist an. Gott spricht nicht unsere Seele an. Paulus sagt, der seelische Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Die Seele befindet sich in einem anderen Bereich, in einem psychologischen Bereich. Sie kann nicht vom Geistlichen sich in einem geistlichen Bereich aufhalten. Sie kann sich nicht in der geistlichen Welt aufhalten. Sie braucht einen Mittler. Und dieser Mittler war der menschliche Geist. Durch den menschlichen Geist hatte die Seele Kontakt mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Sie hatte eine geistliche Gesinnung. Sie war auf den Himmel ausgerichtet. Und mit dem Sündenfall, mit dem Tod des menschlichen Geistes, sank sie in den Leib und sofort erkannte der Mensch, er ist nackt. Vorher war dieses Bewusstsein, dieses leibliche Bewusstsein gar nicht da, weil die Seele befand sich immer oben. Sie befand sich immer im Himmel, sie befand sich immer im Flugzeug und sie hatte kein leibliches, fleischliches Bewusstsein. Und das ist mit dem Sündenfall gekommen. Und sofort merkte Adam und Eva, wir sind nackt.
Und die Seele wurde so erschaffen, dass sie sich immer verbinden muss. Genauso wie eine Braut. Eine Braut hat immer einen Bräutigam. Sonst ist sie keine Braut. Eine Braut kann nicht Braut heißen und immer noch und ohne Bräutigam bleiben. Sie braucht einen Bräutigam, sonst ist sie keine Braut. Die Seele wurde erschaffen wie eine Braut. Sie kann nicht alleine sein. Der Seele ist es eigen, einen Verbund einzugehen, sich zu vereinigen. Sie kann nicht neutral bleiben für eine längere Zeit. Sie kann vielleicht nur für eine ganz kurze Zeit, aber ihre Bestimmung ist, sich jemandem anzuhängen, anzuhangen. Und deswegen war die Seele vor dem Sündenfall eins mit dem Geist. Der menschliche Geist, der Geist und die Seele waren eins. Sie waren miteinander verheiratet, kann man sagen. Die Seele war die Braut und der Geist war der Bräutigam. Dann starb der menschliche Geist, die Seele fiel in den Leib und sie hat sich mit dem Leib vereinigt. Sie kann nicht neutral bleiben, sie muss sich immer vereinigen, sie muss immer einen Verbund eingehen. Sie vereinigte sich mit dem Körper und diese Vereinigung nennt die Bibel Fleisch. Seit dem Moment, seit dieser Zeit, als der Mensch gefallen ist, nennt die Bibel den Menschen Fleisch, weil er jetzt einen toten Geist hat und dieser tote Geist ist abgeschnitten von der himmlischen Welt, von der Welt Gottes und die Seele hat sich mit dem Körper verbunden und jetzt nennt die Bibel diese Vereinigung zwischen Seele und Körper Fleisch. Jetzt wird er unabhängig von Gott, von seinen Lüsten getrieben. Halleluja. Amen. So, die Seele verlor etwas. Sie hat etwas verloren. Sie hat eine geistliche Gesinnung verloren. Sie hat Gottes Bewusstsein verloren. Und sie hat eine fleischliche Gesinnung gewonnen, bekommen. Sie wurde fleischlich gesinnt. Irdisch gesinnt. Vorher lebte der Mensch immer auf das Himmlische ausgerichtet. Nach dem Sündenfall fing er an, sich um seinen Körper zu kümmern, um seine Bedürfnisse zu kümmern. Auf einmal merkte er, er ist nackt, er muss sich bedecken und so weiter. Er hat eine andere Gesinnung gewonnen und die geistliche verloren. Wir alle stammen von Adam ab. Paulus sagt, Adam ist ein gemeinschaftlicher Mensch, weil Paulus sagt, wir haben in Adam alle gesündigt. Adam war eine gemeinschaftliche Größe. Adam enthielt alle seine Nachkommen. Gott hat alle Nachkommen Adams in ihm gesehen. Er war eine gemeinschaftliche Person, eine kollektive Person. Er schloss alle seine Nachkommen ein. Und wir haben alle in Adam gesündigt. Wir stammen alle von Adam ab. Wir sind alle Nachkommen Adams. Wir waren in seinen Lenden. Ich möchte Hebräer 7 aufschlagen, dass wir das besser verstehen. Hebräer 7. In Hebräer 7 geht es um Melchisedek und um Abraham. Abraham brachte Melchisedek den Zehnten da. Und Melchisedek segnete ihn, den Abraham. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass Levi, der zur Zeit dieses Treffens noch gar nicht auf der Welt war. Er ist erst später geboren worden, zur Zeit des Gesetzes, als Mose das Gesetz eingeführt hat. Erst dann wurde Levi geboren und die Leviten mussten den Zehnten einsammeln. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass Levi, der noch gar nicht existierte, er existierte in den Lenden Abrahams und er hat Melchisedek den Zehnten gegeben. Obwohl er eigentlich dem Gesetz nach später den Zehnten empfing, hat er, als er in den Lenden Abrahams war, den Zehnten gegeben, entrichtet. Das ist die Sicht Gottes, das ist so, wie Gott das sieht. Es gibt ein Gesetz der Stellvertretung oder der Identifikation. Gott sah in Adam alle seine Nachkommen. Alle Nachkommen waren in den Lenden Adams. Adam ist ein gemeinschaftlicher Mensch, genauso wie Christus ein gemeinschaftlicher Mensch ist. Gott sieht nur zwei Menschen, es gibt zwei Menschen, es gibt Adam und es gibt Christus. Und beide sind gemeinschaftlich, beide sind kollektiv, beide haben Nachkommen, beide haupten ein Geschlecht auf, sie sind Häupter eines Geschlechts.
Und wir stammen alle von Adam ab. Wir sind alle auf diese Welt gekommen und wir haben den Zustand Adams nach dem Sündenfall übernommen. Wir sind auf die Welt gekommen mit einer fleischlichen, irdischen Gesinnung, weil Adam sie verloren hat. Und diesen Zustand hat er an seine Nachkommen weitergegeben. Wir sind alle so auf die Welt gekommen. Und im Alten Testament gibt es ein gutes Bild, ein gutes Sinnbild, wie Gott die Menschen errettet und wie er sie in dieser geistlichen, in dieser fleischlichen Gesinnung erreicht und sie dann herausführt, errettet und in eine andere Gesinnung hineinführt. Mhm. Ihre Gesinnung ändert. Mhm. Lasst uns 1. Mose 12 aufschlagen. 1. Mose 12, Vers 10. 1. Mose 12, Vers 10. Und dann lesen wir gleich den nächsten Vers. Wir müssen zwei Verse miteinander verbinden. Es entstand aber, 1. Mose 12, 10. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Und jetzt möchte ich etwas hervorheben. Da zog Abraham nach Ägypten hinab. Abraham zog nach Ägypten hinab. Das heißt, wenn man nach Ägypten gegangen ist, dann zog man nach Ägypten hinab. Es war sowas wie eine Niederung, ein Tal. In Kapitel 13, erster Vers. Und Abraham zog aus Ägypten herauf. Das heißt, Ägypten war hier, das gute Land Kanaan war hier. Denn wenn wir das 12. Kapitel zu Ende lesen, dann werden wir merken, dass Abraham sich in dem guten Land befand. Er befand sich in dem guten Land und Gott erschien ihm und hat gesagt, dieses Land werde ich dir geben. Er befand sich im guten Land, aber er hat es noch nicht eingenommen. Er ist da eingegangen, er wanderte ganz oft, Abraham, und als er sich in dem guten Land befand, erschien ihm Gott und sagte, ich werde dir dieses Land geben. Dann ist Abraham von diesem guten Land nach Ägypten hinabgezogen. Dann ist er aus Ägypten heraufgezogen. Das heißt, Ägypten liegt unten, das gute Land Kanaan liegt oben. Wenn man nach Ägypten geht, dann geht man nach Ägypten hinab. Wenn man aus Ägypten herauskommt und in Richtung Kanaan bewegt, dann kommt man aus Ägypten herauf. Das heißt, man steigt auf, wie auf einen Berg. Die Kinder Israels befanden sich in Ägypten. Als Nachkommen Abrahams kamen sie nach Ägypten und dann hat Gott Mose geschickt, dass Mose sie aus Ägypten herausführt, aus etwas, was in einer Niederung sich befindet, und in das gute Land hineinführt. Das heißt, dass er sie in etwas Höheres hineinbringt. Und er schickte Mose. Mose kam nach Ägypten hinab. Die Israeliten in Ägypten hatten ein fleischliches Bewusstsein, eine fleischliche Gesinnung. Sie hatten eine irdische Gesinnung in Ägypten. Sie waren Sklaven. Mose führt sie herauf aus Ägypten und er führt sie durch die Wüste Richtung Kanaan. Mose ist ein Bild auf Christus. Die Kinder Israels sind ein Bild auf die Menschen, die gerettet werden. Christus kommt, so wie Mose kommt auf diese Erde. Er kommt vom Himmel herab, kommt auf Himmel herab nach Ägypten. Er kommt, kann man sagen, aus dem guten Land. Er kommt vom Himmel herab, kommt nach unten. Er erreicht uns, dort wo wir sind, in Ägypten. Und so wie Mose sie herausführte, führt Christus uns aus Ägypten heraus. Das heißt, herauf durch die Wüste in das gute Land. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Christus führt viele Söhne in die Herrlichkeit. Er ist unser Vorläufer. Er ist zuerst in die Herrlichkeit eingegangen. Und jetzt führt er uns in die Herrlichkeit. Und als wir den Herrn aufgenommen haben, hat unser Wandel mit ihm begonnen. Wir waren in Ägypten gefangen, wir hatten eine irdische Gesinnung, wir waren in einer Niederung, wir waren erdgebunden
dann ist Christus zu uns gekommen. Er wurde Fleisch. Er lebt auf der Erde. Er wurde gekreuzigt. Er ist auferweckt worden. Und das Evangelium wurde ausgebreitet. Und das Evangelium hat uns erreicht. Und als das Evangelium uns erreicht hat, wurden wir von Neuem geboren. Das heißt, unser Geist wurde wieder zum Leben erweckt. Unser Geist, der tot war, in den Sprüchen haben wir gelesen, der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn. Das heißt, von Anfang an wollte Gott durch den menschlichen Geist scheinen. Er wollte das sich durch den menschlichen Geist zum Ausdruck bringen. Durch den Sündenfall wurde diese Leuchte, der menschliche Geist, finster. Und dann kommt Gott mit dem Evangelium und zündet wieder das Licht an. Zündet wieder das Licht in unserem Geist an. Das göttliche Licht kommt in unseren Geist hinein und Gott sagte, es werde Licht. Und genauso wie er damals in 1. Mose 1 sagte, es werde Licht, weil die Erde war vorher wüst und leer. Es herrschte Chaos auf der Erde, Unordnung. Und dann kam Gott am ersten Tag und sagte, es werde Licht. Gott sprach in diese Finsternis, Gott sprach in diesen Chaos hinein, es werde Licht und es war Licht. Es war Licht. Genauso wir waren eine Erde, die wüst und leer war, vor unserer Wiedergeburt. Eine Erde, Adam ist eine Erde, die wüst und leer ist. Und wir stammen alle von Adam ab. Wir waren alle wüst und leer. Und Gott kam in unser Leben hinein und sagte, es werde Licht. Er sprach in unsere Finsternis hinein, die in unserem Geist herrschte. Er sprach hinein durch das Evangelium. Er leuchtete auf in uns und sagte, es werde Licht. Und unser Geist wurde lebendig. Er wurde zum Leben erweckt. Und das Licht Gottes wurde angezündet in unserem Geist. Halleluja. Aber nachdem Gott das Licht erschaffen hat, hatte das Licht von der Finsternis getrennt. Gott hat in unserem Geist das Licht angezündet. Und ab diesem Moment, ab der Wiedergeburt, trennt er das Licht von der Finsternis. Das Problem bei vielen Christen ist, dass sie das Licht haben. Das Licht wurde in ihrem Geist angezündet. Aber dieses Licht ist nicht getrennt von der Finsternis. Als wiedergeborene Menschen sagt Paulus in Epheser 5, er hat gesagt, ihr seid Licht. Ihr seid Licht, deswegen wandelt als Kinder des Lichts. Wir sind bereits Licht und er sagt, wandelt als Kinder des Lichts. Wir sind Licht, wir haben Licht in unserem Geist. Gott hat sein Licht angezündet in unserem Geist. Aber wir haben immer noch Finsternis in unserem Fleisch. Wir haben immer noch eine Seele, die geistliche Gesinnung, das geistliche Bewusstsein verloren hat. Und die Seele ist immer noch egoistisch, sie ist immer noch eigenwillig. Sie wurde durch diese Wiedergeburt nicht erneuert. Das Licht wurde nur in unserem Geist angezündet. In der Seele herrscht immer noch Finsternis, weil die Seele sich durch den Sündenfall sank sie, verband sie sich mit dem Körper und sie wurde, das nennt die Bibel Fleisch. Die Seele ist unerneuert und solange sie unerneuert und nicht gerettet ist, herrscht Finsternis in der Seele. Und am Anfang möchte Gott das Licht von der Finsternis trennen. Was heißt das? Das heißt, Gott möchte den Geist von der Seele trennen. Am Anfang war die Seele, vor dem Sündenfall war die Seele eins mit dem Geist des Menschen. Dann starb der menschliche Geist, sie fiel in den Leib, sie verband sich mit dem Körper. Jetzt, nach der Wiedergeburt, möchte Gott die Seele wiedergewinnen. Er möchte, dass die Seele ihre irdische, fleischliche Gesinnung verliert und wieder eine geistliche Gesinnung bekommt. Ein neues Bewusstsein bekommt. Und deswegen beginnt ein Prozess mit unserer Wiedergeburt. Gott scheidet das Licht von der Finsternis und das umfasst unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben lang wird Gott die Finsternis vom Licht trennen. Er möchte unseren Geist von unserer Seele trennen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es durchdringt und scheidet Geist von der Seele. Das heißt, am Anfang unseres Christenlebens möchte Gott die Seele vom Geist trennen. Er möchte sie voneinander trennen, weil in der Seele herrscht immer noch Finsternis. Im Geist herrscht Licht. Und wenn sie nicht voneinander getrennt werden,
werden wir nicht wissen, was von Gott kommt und was von uns kommt. Was von, aus unserem Geist kommt und was aus unserer Seele kommt. Es wird eine Vermischung sein und unser christlicher Wandel wird nicht siegreich sein. Weil wir das Seelische für geistlich halten werden und das Geistliche werden wir für seelisch halten. Deswegen möchte Gott sie voneinander trennen. Er möchte eine klare Trennlinie ziehen. Geist von der Seele trennen, dass sie unterschieden werden. Dass wir ganz klar wissen, wo das Licht ist und wo die Finsternis. Und dieser Prozess beginnt mit der Wiedergeburt. Und am Anfang möchte Gott sie voneinander trennen. Das heißt, er möchte den menschlichen, den wiedergeborenen menschlichen Geist, möchte er von dem Einfluss, von der Sklaverei und Knechtschaft der Seele befreien. Weil als unser menschlicher Geist starb, als Adam starb geistig, als sein Geist tot wurde, übernahm die Seele die Führung. Und wir stammen alle von Adam ab. Vor unserer Wiedergeburt lebten wir in der Seele. Wir lebten im Fleisch und die Seele hat die Entscheidungen getroffen. Sie sagte, wo es lang geht. Unser Geist war überhaupt nicht involviert in unser Leben. Er war tot. Aber dann haben wir die Wiedergeburt erlebt und der Geist ist immer noch schwach. Die Seele hat immer noch ihre Führungsposition. Sie ist immer noch dominant, sie ist immer noch herrschend. Und unser Geist ist schwach. Und deswegen möchte Gott unseren Geist von unserer Seele befreien. Er möchte ihn freisetzen von der Sklaverei der Seele, von der Knechtschaft, von der Umklammerung, von der Zwangsjacke der Seele freisetzen. Dass unser Geist stark wird, dass er dominant wird, dass er die Herrschaft in unserem Leben übernimmt und dass er klar von der Seele getrennt wird. Dass die Seele nicht herrscht. Und Kapitel 6. Im Buch Daniel Kapitel 6, ab Vers 4, da heißt es, da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Daniel übertraf die Minister und die Satrapen, nicht weil er gebildet war, nicht weil er einen Doktortitel hatte, nicht weil er klüger war als die anderen, sondern weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Damit wird sein menschlicher Geist gemeint. Sein geistlicher Zustand wird gemeint. Dieses Wort außergewöhnlicher Geist kann man auch anders übersetzen. Er hatte einen vortrefflichen Geist. Er hatte einen dominanten Geist. In seinem Geist spielte sich immer was ab. Da fanden immer Bewegungen statt. Und wenn wir das Buch Daniel lesen und sein Leben betrachten, werden wir feststellen, dass Daniel viele Visionen hatte. Er hatte viele Offenbarungen, er hatte viele Begegnungen mit Gott. Und das alles spielte sich in seinem Geist ab. In seinem Geist empfing er Offenbarungen, in seinem Geist empfing er Visionen, begegnete er Gott und er hatte einen vortrefflichen, das heißt außergewöhnlichen, dominanten Geist. Und deswegen übertraf er alle anderen, weil er, wenn wir effektiv sein wollen für das Reich Gottes, dann brauchen wir einen außergewöhnlichen, einen dominanten Geist. Wenn wir Einfluss nehmen möchten auf die geistliche Welt, dann brauchen wir einen dominanten Geist. Weil der seelische Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, sagt Paulus. Nur unser Geist ist an das Geistliche angeschlossen. Nur, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wir sind ein Geist mit dem Heiligen Geist, ein Geist mit Christus. Und unser Geist ist verbunden mit der geistlichen Welt. Und wenn wir Einfluss nehmen möchten auf die geistliche Welt, wenn wir bekannt sein möchten in der geistlichen Welt, so wie Daniel, er war sehr bekannt in der geistlichen Welt, bei Gott und bei den Dämonen, dann brauchen wir einen außergewöhnlichen Geist. Das heißt, ein Geist, der frei ist von der Sklaverei der Seele, von der Knechtschaft der Seele. Ein Geist, der dominant ist, der herrscht und in dem ständig sich Bewegungen, ständig Bewegung ist. Und deswegen möchte Gott unseren Geist von der Seele trennen. Und könnt ihr euch an Abraham erinnern? Gott hat Abraham einen Sohn gegeben. Und Gott hat gesagt, dieser Sohn, der Isaac, von ihm hängt deine ganze Zukunft ab. Ich werde ihn vermehren, vervielfältigen und ich werde aus ihm eine Nation machen.
Abraham wusste, dass sein ganzes Schicksal stand und fiel mit diesem einen Sohn, mit Isaak, weil er von Gott gegeben wurde. Abraham selbst konnte nicht zu Isaak kommen. Er hat Ismael geboren. Er wusste hundertprozentig, dieser Sohn war von Gott. Und Gott wollte ihn mehren. Gott wollte, lasst uns die Verse auf, die Stelle aufschlagen. Ich kann das jetzt nicht finden. Auf jeden Fall, Gott erschien Abraham und sagte, bringe Isaak mir als Opfer dar. Als Gott das gemacht hat, Isaak war ein Werk Gottes und nicht ein Werk Abrahams. Abraham konnte nichts hinzufügen. Abraham musste nur glauben, dass Gott es tun wird. Und es ist sein übernatürliches Wirken. Isaak ist ein Ergebnis, übernatürliches Ergebnis. Ein Ergebnis der übernatürlichen Wirkung Gottes. Gott hat ihn hervorgebracht. Hm. Abraham konnte nichts hinzutun. Amen. Alles, was Abraham getan hat, war falsch. Er hat Ismael hervorgebracht. Gott hat Isaak hervorgebracht. Und dann kommt Gott zu Abraham und sagt, opfere ihn mir. Wieso tut Gott sowas? Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, weil er ihn geprüft hat. Aber da gibt es noch eine andere Wahrheit. Gott wollte, dass Abraham nicht mit seiner Seele, nicht mit seinen seelischen Krallen an dem festhält, was von Gott kommt, sondern dass er loslässt. Und Gott wollte gar nicht Isaak töten. Gott wollte Abraham töten. Nicht buchstäblich, nicht physisch, sondern innerlich. Dass seine Seele stirbt. Dass er mit seiner Seele nicht sich festhält an dem, was von Gott gekommen ist. Dass er sich nicht Isaak sich selber zuschreibt und sagt, ich war das. Gott wollte sein Werk tun. Und Watchmeni sagte, irgendwo hat er gesagt, Gott nimmt nur ein Werk an. Sein Werk, das durch den Geist des Menschen gewirkt ist. Nur dieses Werk nimmt Gott an, dass er selber wirkt durch den Geist des Menschen. Er braucht also den Geist des Menschen, aber die Seele darf da nicht dazwischen treten, sondern nur durch den Geist des Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass Geist von der Seele getrennt werden, weil Gott das seelische Werk nicht annimmt. Er nimmt nur sein Werk durch den Geist des Menschen. Und deswegen, als Gott diese Worte ausgesprochen hat, bringe Isaak mir da, das heißt töte ihn. In diesem Moment ist Abraham gestorben. In diesem Moment hat er innerlich den Tod erfahren. Er hat innerlich das Kreuz erfahren. Es hat ihn dermaßen getroffen. Dieses Wort war wie ein zweischneidiges Schwert, das in ihn eindrang und sein Geist von der Seele trennte. Und er starb. Er hat losgelassen. Er starb in seiner Seele und er ließ los. Und er sagte, ja, Gott wollte, wenn wir das neutestamentlich ausdrücken, er wollte den Geist Abrahams von seiner Seele scheiden. Dass Gott durch Abraham, durch den Geist des Abrahams sein Werk tut. Dass seine Seele nicht dazwischen tritt und Gott hindert, wie vorher, als er Ismael hervorgebracht hat. Abrahams Seele ist er dazwischen getreten. Er wollte Gott helfen. Er wollte Gott behilflich sein. Aber Gott hat es verworfen. Und in diesem Fall hat Gott ihn geprüft. Er hat ihn gereinigt. Er hat das Seelische vom Geistlichen getrennt. Dieses Wort traf ihn wie ein zweischneidiges Schwert. Damit Gott durch Abraham selber etwas hervorbringen konnte. Nur durch den Glauben Abrahams. Er musste nur glauben. Und der Glaube ist eine offene Tür für Gott. Da kann Gott reinkommen und sein Werk tun. Er musste nur glauben. Er durfte nichts hinzutun. Nachdem die Kinder Israels aus dem guten Land, aus Ägypten ausgezogen sind, wanderten sie durch die Wüste. Und es war für sie sehr ungewöhnlich, in der Wüste zu sein, weil sie mussten auf einmal durch Glauben leben. In Ägypten hatten sie alles.
Sie hatten eine irdische Gesinnung, sie waren fleischlich, sie hatten alles, aber jetzt in der Wüste gibt es kein Essen. Gott schickt Manna, aber nur jeden Tag. Du weißt nicht, was morgen sein wird. Gott hat gesagt, ich werde euch Manna schicken, ihr müsst Manna sammeln, nur so viel, dass es bis für den ganzen Tag ausreicht. Ihr dürft nichts für den nächsten Tag übrig lassen, sonst wird es verderben. Das heißt, sie mussten durch Glauben leben. Sie mussten glauben, dass Gott sie versorgen wird. Sie mussten glauben, dass am nächsten Tag Gott wieder Manna schickt. Das heißt, Gott hat sie herausgeführt, um mit ihnen eine Beziehung aufzubauen. Aufgrund des Glaubens. Jetzt mussten sie glauben. Jetzt mussten sie sich ausstrecken nach Gott. Jetzt mussten sie Gott vertrauen. Jetzt mussten sie ihm näher kommen. Jetzt mussten sie loslassen von Ägypten. Und ganz oft sind sie in ihrem Herzen, sagt Stephanus in Apostelgeschichte 7, sie sind in ihrem Herzen nach Ägypten zurückgekehrt. Wieso? Weil sie immer noch eine fleischliche Gesinnung hatten, eine irdische Gesinnung. Ihre Seele war immer noch an Ägypten gebunden. Und unsere Seele nach der Wiedergeburt ist immer noch an Ägypten gebunden, ist immer noch irdisch gesinnt, ist immer noch fleischlich gesinnt. Der Geist ist von neuem geboren, aber die Seele ist immer noch irdisch gesinnt. Und Gott wollte, dass die Kinder Israels jetzt lernen, durch Glauben zu leben, auf Gott zu vertrauen. Das heißt, loszulassen von Ägypten und sich nach vorne auszurichten, weil er führte sie Richtung Kanaan. Und Paulus sagt, schaut nicht auf das, was unten ist, auf das Irdische, sondern auf das, was droben ist. Mit anderen Worten, richtet euer Denksinn nicht auf das, was unten ist, sondern auf das, was oben ist. Da sehen wir, wir wurden errettet. Und jetzt sagt Paulus, richtet euer Denksinn. Das heißt, richtet die Augen eurer Seelen nicht auf das, wo ihr früher wart, nicht auf das, was hier ist, wo wir uns jetzt befinden, sondern auf das, was droben ist, auf das Himmlische. Wieso? Damit die Seele eine neue Gesinnung bekommt. Damit die Seele eine geistliche Gesinnung bekommt. Damit die Seele los wird, Ägypten loslässt, diese fleischliche, irdische Gesinnung loslässt und sich wieder an Christus klammert. Und Christus ist in unserem Geist. Christus ist das Leben unseres Geistes. Christus wohnt in uns. Und er wohnt nicht in unserer Seele, sondern in unserem Geist. Und die Bibel sagt, er ist unser Bräutigam. Und der Bräutigam wohnt in unserem Geist. Und er möchte, dass unsere Seele eins wird mit ihm. Eins wird mit ihm. Unsere Seele muss eins werden mit ihm. Deswegen, unser Geist ist schon neu. Und Christus lebt in unserem Geist. Aber er möchte, dass unsere Seele ihm anhängt. Und das ist ein lebenslanger Prozess, wo wir in der Wüste wandern, genauso wie die Kinder Israels in der Wüste wanderten. Und Gott möchte, dass wir unser Denken auf das richten, was vor uns liegt, wohin er uns berufen hat, in das gute Land Kanaan. Und das gute Land Kanaan ist nicht der Himmel, weil wenn wir in den Himmel kommen, da wird es keine Kämpfe mehr geben. In Offenbarung heißt es, er wird jede Träne abwischen. Es wird keinen Widerstand mehr geben, es wird keine Feindschaft mehr geben. Das heißt, früher, als ich noch in der Gemeinde war, wo ich mich bekehrt habe, da haben wir Lieder gesungen und in diesen Liedern wurde Folgendes zum Ausdruck gebracht: Das gute Land Kanaan ist der Himmel. Wir sind errettet aus Ägypten, jetzt wandern wir hier in der Wüste und wir schauen auf den Himmel. Wir erwarten, dass Christus zurückkommt und uns in den Himmel holt. Das ist das gute Land Kanaan. Aber das stimmt nicht. Im Himmel wird es keinen Widerstand mehr geben. Als die Kinder Israels in das gute Land hineingekommen sind, mussten sie kämpfen um das gute Land. Sie mussten es einnehmen, sie mussten es niederringen. Ja. Sie mussten es niederzwingen. Das heißt, das gute Land Kanaan ist nicht ein Bild auf den Himmel, sondern wir müssen in diesem Leben noch in das gute Land Kanaan hineinkommen. Solange wir hier in diesem Körper noch leben. Was ist das gute Land Kanaan? Paulus sagt in Epheser 3,
Vers 8, 3,8 Epheserbrief. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen oder unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Paulus sagt, ihm wurde Gnade gegeben, den Nationen den unausforschlichen, unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. In Epheser 1 sagt er, 1,3, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Zu den Kolossern sagt er, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann sagt er im nächsten Vers, und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Das heißt, das gute Land Kanaan für uns Christen, in das wir erobern sollten, ist Christus selbst. Sind die unergründlichen, unausforschlichen Reichtümer Christi. Die ganze Fülle Gottes. In Epheser 3 betet Paulus, dass wir gestärkt werden durch die Kraft seines Geistes in den inneren Menschen, damit wir die Breite, tiefe Höhe und die Länge erfassen und damit wir gegründet werden in der Liebe, damit wir mit allen Heiligen erfassen können. Ne, das war vorher. Mhm. Auf jeden Fall. Und die Liebe erkennen, die alle Vernunft übersteigt, damit wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Das heißt, das Ziel des christlichen Glaubens, unser Ziel ist, mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Die unerforschlichen, unergründlichen Reichtümer Christi zu erfahren, zu genießen, Christus als unser gutes Land zu gewinnen. Und Paulus sagt zu den Philippern, Philipper 3, Philipper 3, 7, ab Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi, meines Herrn, willen, um deswillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Als Paulus den Philipperbrief geschrieben hat, befand er sich im Gefängnis. Er war bereits ein greiser Mann. Er war schon älter. Er hatte schon eine Geschichte mit Gott. Er hat schon viel mit Gott erlebt. Er hat Zeichen erlebt, Wunder erlebt, Engelerscheinungen. Er hatte eine großartige Geschichte mit Gott. Und jetzt schreibt er aus dem Gefängnis an die Christen und sagt, damit ich Christus gewinne. Als ob er ihn noch nicht erfahren hat, noch nicht erkannt hat. Im Vers 10 sagt er, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Um ihn zu erkennen, Christus zu erkennen, um ihn zu gewinnen, die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Das ist das gute Land, Kanaan. Christus zu gewinnen. Paulus, sein ganzes Leben lang streckte er sich danach aus, Christus zu gewinnen, Christus zu erkennen, ihn noch mehr in ihm erfunden werden. Das ist das gute Land Kanaan, weil die Bibel offenbart uns, dass wir in Christus sind. Wir wurden in Christus hineinversetzt. Als Nachkommen Adams wurden wir am Kreuz gekreuzigt, auf Golgatha wurden wir gekreuzigt. Christus war der letzte Adam, Jesus war der letzte Adam, sagt Paulus. Und als er starb, starb die ganze adamitische Rasse. Die ganze adamitische Rasse wurde beendet. Er starb als der letzte Adam. Nach ihm gibt es keinen Adam. Er war der letzte Mensch. Er war schwanger mit einem adamitischen Geschlecht. Er schloss den ganzen gemeinschaftlichen Adam ein und er starb mit ihm. Er hat alle mit sich in den Tod gerissen. Er starb als ein gemeinschaftlicher Adam. Er identifizierte sich mit dem gefallenen Adam. Mit dem gemeinschaftlichen, gefallenen Adam und starb als Adam, starb als wir. Deswegen starb er nicht nur für unsere Sünden, er starb nicht nur für das, was wir falsch gemacht haben.
Er starb auch für das, was wir sind. Ah, er starb für mich, für uns. Ich starb am Kreuz vor 2000 Jahren, als er gestorben ist. Okay. Paulus sagt, mein alter Mensch ist gekreuzigt worden mit ihm. Paulus hatte eine Offenbarung, dass als Christus am Kreuz gekreuzigt wurde, sein alter Mensch zu Ende gekommen ist. Nun, wir leben 2000 Jahre später. Unser alter Mensch starb vor 2000 Jahren. Und wenn wir heute an Christus gläubig werden, dann werden wir von neuem geboren. Und das, was damals geschah am Kreuz, wird heute durch den Heiligen Geist in uns verwirklicht. Der Heilige Geist kommt, um das zu verwirklichen, was Christus vollbracht hat. Sonst bleibt es eine historische Tatsache. Wir leben 2000 Jahre weiter. Aber das vollendete Werk Christi am Kreuz ist eine geistliche Realität im Heiligen Geist. Wir können es heute berühren. Wenn ein Ungläubiger Buße tut und Christus ihn aufnimmt, dann berührt er diese Wirklichkeit. Christus starb für die Sünden der ganzen Welt, heißt es. Er hat alle Sünden auf sich genommen. Aber es ist nicht bloß eine historische Tatsache. Es ist eine geistliche Realität. Wenn heute ein Mensch zu Christus kommt, dann berührt er das. Dann erfährt er im Heiligen Geist die Vergebung der Sünden. Er erfährt die Wirksamkeit des Blutes Christi. Er hat einmal sein Blut vergossen. Aber die Wirksamkeit dieses Blutes ist heute im Heiligen Geist. Ist eine geistliche Realität im Heiligen Geist. Amen. Und heute kann jeder Mensch diese geistliche Realität berühren. Im Heiligen Geist berühren wir das vollendete Werk Christi. Wir berühren das, was er vollbracht hat. Und nur der Heilige Geist kann uns das offenbaren, was dort geschah. Und wenn der Heilige Geist uns das offenbart, dann setzt er uns frei. Wieder zurück zu der Unterscheidung von Geist und Seele und zur Erneuerung unseres Verstandes. Jetzt muss die Seele gerettet werden, jetzt muss unser Verstand erneuert werden, jetzt muss die Seele loslassen von dem Körper, jetzt muss sie frei werden vom Fleisch, jetzt muss sie gerettet werden und sie muss sich vereinigen mit unserem Geist. Amen. Es stimmt, was der Schreiber des Hebräerbriefes gesagt hat, Seele und Geist müssen voneinander getrennt werden. Aber das Ziel ist die Vereinigung von Geist und Seele. Weil die Seele wurde als eine Braut erschaffen und sie muss sich immer jemandem anhangen, sie muss sich verbinden. Sie braucht einen Bräutigam als eine Braut. Jetzt muss sie loslassen von allem fleischlichen, irdischen, jetzt muss sie diese Gesinnung verlieren, diese irdische, fleischliche Gesinnung verlieren, muss eine geistliche Gesinnung bekommen, muss sich auf das Geistliche ausrichten, auf das gute Land, sie muss nach vorne schauen und das Neue Testament sagt, schaut nicht zurück, schaut nach vorne, was vor euch liegt. Und vor uns liegt das gute Land Kanaan. Und wenn wir auf das schauen, was da vorne ist, dann wird unsere Seele errettet und unser Verstand wird erneuert. Das, was wir anschauen, beherrscht uns. Das ist eine ganz wichtige Offenbarung, ganz wichtige Wahrheit. Hebräer 11. Es ist das Kapitel über den Glauben und im Vers 15, ab dem Vers 15 heißt es, es geht übrigens um